Hallo und herzlich willkommen zu unserem Transferforum on Sustainable AI oder auch mit dem Titel Nachhaltigkeit und Verständlichkeit für Methoden der angewandten künstlichen Intelligenz. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen und es trudeln gerade noch einige Zuhörer ein. Genau, wir beginnen hier mit einer ganzen Reihe von spannenden Impulsgebern, die uns hier heute unterstützen. Moderieren werde ich das zusammen mit meinem Kollegen Stefan Otten und wir wechseln uns hier ein bisschen ab. Genau, und ich gehe jetzt kurz noch ein auf ein paar Randbedingungen, die wir hier haben und dann auch noch mal kurz auf die konkreten Themen, die wir besprechen wollen. Das Ganze wird aktuell aufgezeichnet für Sie als Info, das heißt, Audio und Video werden mitgeschnitten. Sie können aber jederzeit Fragen per Chat stellen und wir ermutigen Sie auch wirklich, das zu tun. Das heißt, wir werden diese Fragen während des Vortrags auch gerne schon sammeln und dann als Moderatoren entsprechend mal schauen, wie viele wir haben und dann stellvertretend ein paar Fragen auswählen, die dann auch jeweils von den Speakern noch beantwortet können. Und natürlich freuen wir uns riesig über Feedback zu dem Forum, aber auch zum gesamten Open House. Genau. Insofern gehe ich jetzt noch mal kurz aufs Programm ein. Wir werden beginnen mit einem Vortrag von David Reger von Neurarobotics, wo es einmal darum geht, inwieweit KI in der Robotik einen wichtigen Beitrag leisten kann. Schauen dann bei Herrn Dr. Rainer Hoffmann auch von der NBW vorbei und gucken, wie KI hier die Energiewende unterstützen kann. Werden dann bei meinem Kollegen Philipp Keller vom FZI darauf schauen, wie man tiefe neuronale Netze nutzen kann, um effizient Abfall zu sortieren. Wechseln dann zu Frau Dr. Julia Sandomirskaja von Intel und schauen darauf auf neuromorphe Rechnerarchitekturen und vor allem von der Theorie bis zur Anwendung und schließen dann mit meinem Kollegen Viktor Pazmino Betancourt, der da nochmal weiter sich vertieft im Bereich neuromorphe Hardware und inwieweit man damit effiziente KI-Edge-Anwendungen umsetzen kann. Genau, und wir sind am FZI sehr breit aufgestellt, das ist, glaube ich, eine unserer Stärken, aber über alle Themen hinweg spannt sich dieses KI-Thema ganz, ganz stark und sind da in vielen verschiedenen Anwendungen und auch Technologien unterwegs, um nur einige rauszupicken. Also heute sind wir stark zum Beispiel im Bereich dieser neuromorphen Hardware unterwegs, mit dedizierter Hardware für KI, aber auch mit Mensch-KI-Interaktionen, aber auch KI-Engineering-Tools. Das heißt, wir haben hier ganz viele verschiedene Themen, die von verschiedenen Fachrichtungen und Experten begleitet werden. Wenn Sie da Interesse haben, schauen Sie doch auf unserer Webseite vorbei. Da finden Sie auch Stefan und mich als Ansprechpartner. Wir vermitteln da gerne die richtigen Personen auch innerhalb des FZIs. Und damit will ich auch gar nicht viel Zeit rauben, sondern direkt übergeben an den ersten Speaker, an David Reger, Gründer und Geschäftsführer von Neura Robotics. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Er versucht gerade durch neue Robotertechnologien, vor allem mit sehr viel KI, wirklich eine Revolution zu ermöglichen, vor allem im Bereich enger Kooperation mit den Robotern. Und ich habe da schon auch ganz viel gesehen, wo KI nicht nur mit, sondern fast direkt im Roboter integriert wird, ist. Und ich bin ganz gespannt, David, was du uns heute dazu erzählst. Herzlichen Dank, Anne. Dankeschön, dass ich hier dabei sein darf und ein bisschen was zu uns erzählen darf, zu unserer Mission, Vision, aber auch was wir heute schon tatsächlich auch umgesetzt haben. Ich glaube, ja, genau, jetzt kann ich wieder teilen. So, Moment. Ja, und dazu habe ich einfach ein paar Slides mitgebracht, um auch direkte Beispiele zu zeigen und ja, so ein bisschen auch zu verstehen zu geben, warum wir einen weiteren Robotik-Startup gegründet haben, wobei es eigentlich schon einige gibt, oder? Unsere Hauptmission ist natürlich, Roboter zu bauen oder Systeme, Technologien zu entwickeln, die Menschen unterstützen sollen, die Menschheit weiterbringen sollen, den Alltag erleichtern sollen und das überall und zu jeder Zeit. Und wenn wir jetzt, sag mal, in Richtung Robotik schauen, ist ja auch nicht so, dass es da gerade nur einen Hersteller gibt und wir unbedingt einen weiteren brauchen, sondern es gibt da jetzt schon hunderte, muss ich sagen. Das sind jetzt nur ein Teil, die ich zusammengesucht habe. Wenn man bei uns so in den Meetingraum reinläuft, da gibt es jeden, den so, der existiert.
Da fragen mich auch die meisten, gibt es denn so viel Bedarf von diesen Cobots und warum gründe ich jetzt noch ein neues Unternehmen? Weil ich habe auch schon vorher ein Robotikunternehmen in der Schweiz aufbauen dürfen, 7 Jahre, und war auch sehr gut und es hat natürlich alles Sinn gemacht. Doch mir ist in diesen 7 Jahren ziemlich viel aufgefallen im Bereich Robotik und vor allem im Cobot-Bereich, was vielleicht verändert werden sollte, um vielleicht die nächste Generation Robotik ins Leben zu rufen. Und zur kurzen Erklärung, was der Unterschied zwischen all diesen Robotern ist, ist ziemlich einfach. Und zwar unterscheiden die sich in Qualität, Preis und Usability, Anbindungsmöglichkeiten und so weiter. Das sind, sage ich mal, die Unterschiede zwischen all diesen Robotern. Doch wirklich, sage ich mal, eine richtige Innovation ist daraus jetzt nicht entstanden, sondern die Innovation hat damals Universal Robot gemacht. Das war der Cobot an sich. Was unterscheidet diese Cobots von unseren Produkten und von dem, was wir eigentlich treiben? Und dazu ist dieses Bild eine ziemlich gute Erklärung, denke ich. Denn so wird heute ein Cobot oder ein Roboter eingesetzt. Man hat eine Applikation, man hat eine riesen Peripherie drumherum. Es ging um Kamerasysteme, wenn wir, sag ich mal, sehen möchten. Es geht um, sag ich mal, Sicherheitsbewertung, wenn wir den Roboter wirklich kollaborativ auch einsetzen möchten. Und genau da habe ich andauernd diese große Problematik gehabt. Je einen Roboter, sag ich mal, so zu implementieren, dass wirklich kollaborativ ist, weil wir reden von Cobots, doch diese Cobots sind gemacht auch für einen Mensch, mit dem Menschen direkt zusammenzuarbeiten. Doch genau diese Cobots wissen doch nicht mal, was ein Mensch ist. Und deswegen gehen wir durchgehend davon aus, dass ein Mensch in der Nähe ist und wir fahren ziemlich langsam. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Es geht um Stückzahlen, weil das ist so die erste Frage, was so ein Roboterhersteller eigentlich fragt, wenn er jetzt irgendwo reinkommt, dann sagt er, okay, gut, wie hoch ist die Stückzahl, um berechnen zu können, ob es sich überhaupt lohnt. Und genau diese Dinge, sag ich mal, haben mich dazu bewegt, einfach ein neues Unternehmen zu bauen, was vielleicht all diese Bereiche mal in ein System bringen könnte. Weil heute, wenn wir es mal so vergleichen, ist der Roboter eigentlich nur 10% der kompletten Applikation, was Kosten angeht. Und es hat eine extreme Dauer. Man muss es echt tausendmal erklären können, dass sich wirklich lohnt zu automatisieren. Und genau diesen Bereich wollen wir ändern. Warum wollen wir es ändern? Genau, um diese anderen Märkten mit bedienen zu können, wie zum Beispiel Haushalt, Medizin, Supermärkte, Bildung, Landwirtschaft, überall Altenpflege. Es fehlt uns Personal. Das begründet auch jeder Roboterhersteller genauso. Deswegen macht es Sinn, Roboter zu bauen. Aber diese Roboter, die wir bis heute bauen, die werden diesen Einsatz nie haben. Und das ist eine ganz klare Aussage von mir, weil genau diese Roboter eigentlich gar nicht die Möglichkeit haben und gar nicht autonom sind, weil bis heute sind alle Roboter programmiert. Und wenn wir in unseren Alltag schauen, sehen wir, dass es so gut wie keine Situation gibt, die es einfach genau identisch am nächsten Tag zur gleichen Uhrzeit passiert. Das gibt es eigentlich sehr selten. Und deshalb haben wir gesagt, okay, das Problem dafür ist ganz einfach, wir haben keine Sinne, der Roboter hört nicht, sieht nicht, fühlt nicht. Und das andere ist, der Roboter weiß nicht, was ein Mensch ist und deswegen kann er ja nicht mit Menschen kollaborieren. Und heute natürlich, die Technik ist sehr teuer, wenn wir versuchen, alles zu implementieren. Und vor allem haben wir genau das Problem, dass wir eigentlich nicht vorausschauend arbeiten können. Also der Roboter kann nicht vorausschauend arbeiten und deshalb kann er auch kein guter Assistent sein, weil ein Assistent reagiert vorausschauend. Deswegen haben wir einfach mal reingeschaut und angeschaut, was hat denn so ein Mensch besonders und warum, was zeichnet so einen Menschen aus? Also sie sind eigentlich prädestinierten Assistenten und Helfer. Und ganz einfach zu erklären, ein Mensch hat Sinne, der Mensch hat ein Gehirn, verarbeitet die Sinne und reagiert auf Situationen und somit kann der, sag ich mal, auf verschiedene Situationen einfach reagieren. Aber was ganz besonders an einem Menschen ist, er lernt jeden Tag dazu und somit wird dieser Assistent besser und besser und vor allem ist er besser in der Lage auch zu helfen. Genau das haben wir jetzt, sag ich mal, auch in die Robotik gebracht. Wir haben die Sinne genommen, haben sie in Sensoren umgewandelt, wir haben das Gehirn genommen, haben da künstliche Intelligenz integriert und haben genau das Gleiche eigentlich damit erzielen können, wie hier, sag ich mal, noch nicht in allen Bereichen, aber wir arbeiten daran, dass es, sag ich mal, irgendwann möglich ist. Die Vision hört sich natürlich eindeutig an, das ja, hört sich gut an, aber es ist natürlich ein weiter Weg, es ist wie so ein Flug zum Mars.
Aber ich sage halt, wir müssen es irgendwie auch greifbar machen und das ist auch mit unserer Aufgabe, das sehe ich als unsere Aufgabe. Deshalb haben wir ein Produkt schon mal auf den Markt gebracht, was genau diese Fähigkeiten mit sich bringt und schon, sage ich mal, vor allem diese Intelligenz besitzt. Der erste kognitive Roboter der Welt, der auf den Markt, sage ich mal, gebracht wurde, ist Myra. Myra ist ein Multisensing Intelligent Robotic Assistant, so übersetzt. Und ist, sage ich mal, nicht nur der intelligenteste, sondern auch der schnellste, sicherste und präziseste Roboter der Welt. Auch diese Aussagen möchte ich natürlich gerne mit Fakten hinterlegen. Also wenn wir über Cobots reden, sind wir mindestens doppelt so schnell wie der schnellste Cobot. Wenn wir über Sensitivität reden oder gerade wenn es zum Beispiel um Genauigkeiten geht, reden wir von einem Roboter, der unter 6 μ in der Genauigkeit, Wiederholgenauigkeit ist, wenn es ein Sechsachser ist, bei 10, unter 10 μ, wenn es ein Siebenachser ist. Also wir können es auch beweisen, es ist nicht einfach nur eine Aussage. Und was ganz besonders ist natürlich die Absolutgenauigkeit. Wir haben es jetzt geschafft, dass wir das erste Mal bei 20 μ Wiederholgenauigkeit bei einem Sechsachser gelandet sind und bei einem Siebenachser so in Richtung 40 μ. Was total verrückt ist. Ich denke, jeder, der sich damit auskennt, weiß, dass es der genaueste ist. Genau. Was macht so ein präziser Roboter? Ja, kann natürlich eine helfende Hand sein, wenn es natürlich die Sensorik besitzt und auch in Echtzeit reagieren kann. Aber genau dafür braucht es dann auch wieder eine andere, in diesem Bereich, den ich eigentlich immer erwähne, diese kognitiven Fähigkeiten und die Intelligenz. Die haben wir natürlich, wie vorhin schon erwähnt, mit den Sinnen, wie also mit Sensoren wie Kamera, 3D-Kamera, Microarray und Kraft-Momentensensorik in das System direkt integriert, weil wir einfach sagen, das ist wie beim Smartphone. Es macht Sinn, so eine Plattform so zu bauen, dass alles schon integriert ist und dass darauf die Apps dann eigentlich aufgebaut werden und dieses System einfach diese Fähigkeiten besitzt. Wie ich das erklären kann, ganz einfach an Beispielen. Wir können mit so einer Myra auf einem normalen, sag ich mal, über Multilanguage Processing, sag ich mal, ganz einfach mit ihr unterhalten und ihr Aufgaben geben aller Art. Das heißt, ich kann sie. Hi, what can I do for you? Close gripper. Do you mean gripper close? Yes. Ich habe vorhin die Zeit gestoppt und habe jetzt versucht, so nur so kurze Sachen reinzumachen. Genau. Also man kann einfach auch sagen, zum Beispiel, hey Myra, empty the box, sowas. Und Myra wird dann einfach anfangen, diese Box hier jetzt zu leeren, ohne je programmiert dafür zu sein. Das heißt, wir haben nie das Teach-Panel in die Hand genommen. Wir stellen eine Box hin und sagen, die soll graue Bauteile aus einer grauen Box holen. Und genau das macht sie jetzt. Das heißt, sie geht jetzt hin und holt ein Bauteil nach dem anderen raus, bis die Kiste leer ist. Dann fragt natürlich auch immer jeder, gut, wie sieht es mit Glasbauteilen aus, mit reflektierenden Bauteilen, aber auch genau dafür wurde Myra auch trainiert, dass sie eigentlich in diesem Fall hat sie eine Aufgabe bekommen, diesen Tisch sauber zu machen oder leer zu räumen. Und was macht sie? Genau das. Und sie macht sozusagen alles, was ihr gerade hier seht, die ganze Bahnplanung, die ganze Entscheidung, wie sie es nimmt, und was sie jetzt als erstes nimmt, alles komplett von alleine. Und das ist eigentlich auch, was wir den ersten kognitiven Roboter der Welt nennen. Das heißt, der reagiert durchgehend darauf. Das sind die ersten Schritte, sage ich mal, um wirklich einen Roboter auch in die Nähe eines Menschen zu bekommen, dass ein Roboter jetzt nicht kompliziert programmiert sein muss, sondern einfach immer selber darauf reagiert. Und das macht er jetzt halt weiter. Und ihr könnt, das zeigen wir auch immer auf allen Messen. Das heißt, Leute bringen dann Dinge in deren Hosentaschen mit und leeren sie dann auf den Tisch. Und Myra findet immer einen Weg, diese Komponenten zu greifen. Auch wie in diesem Fall vielleicht nicht immer korrekt, aber wir arbeiten daran. Das Gleiche ist eine Denke von uns, dass eigentlich in der Zukunft nicht der Mensch eigentlich dieser Experte sein sollte, wenn es zum Beispiel um Schweißen geht, Entgraten geht und so weiter, sondern der Mensch sollte eigentlich diese Arbeiten einfach übergeben können, indem der Mensch sagt, was getan wird. Und das ist genau in diesem Fall zum Beispiel ein gutes Beispiel. Der Mensch zeigt hier anhand des Schweißbauteils, wo geschweißt werden muss. Und wir folgen jetzt nicht den Finger, der Finger ist nur ein Marker und zeigt eigentlich auf, wo am Bauteil geschweißt werden muss. Und der Rest muss eigentlich vom Roboter kommen. Das heißt, der Roboter weiß, wie man schweißen soll, in welchem Winkel, welche Geschwindigkeit und so weiter. Ein anderer Bestandteil, den habe ich vorhin erwähnt, ist die Sicherheit. Das ist das Hauptproblem, meiner Meinung nach. Und das ist auch eine Key-Komponente, die wir entwickelt haben. Die Sicherheit, es gibt keinen einzigen Cobot derzeit, der wirklich so sicher ist und weiß, was ein Mensch ist. Und deswegen haben wir uns daran gemacht und haben den ersten Sensor der Welt entwickelt, der überhaupt einen Menschen von anderen Objekten identifiziert nach Maschinennorm. Das heißt, hier geht es um PLE und Ziel 3.
Wir identifizieren einen Menschen aus 3 Meter Entfernung und dann tracken wir jede Komponente eines Menschen, ob es ein kleiner Finger ist, egal was es ist. Und der Roboter wird niemals, sag ich mal, in Kollision mit einem Menschen kommen, um genau den Menschen auch überhaupt in diesen Bereich zu bekommen, dass er näher an Menschen ist. Weil eine der großen Barrieren ist natürlich der Preis, um den Roboter vielleicht auch in unser Haushalt zu bekommen. Aber die zweite Barriere ist die Angst. Hollywood hat da natürlich sehr stark geholfen. Und natürlich auch, wenn wir die Robotik von heute betrachten, ist es auch eigentlich grob fahrlässig, wenn wir den zum Beispiel einfach in den Haushalt bringen können würden. Das würde auch nicht gehen, weil wir eigentlich zum Beispiel, um einen Cobot einzusetzen, müssten wir erstmal definieren, was hat der Cobot in der Hand, wie sieht die Umgebung aus, und das ist eigentlich mit eins der Aussagen, die ich immer versuche zu treffen, dass jeder das versteht. Wir versuchen derzeit einen Roboter, um den Roboter herum alles so zu gestalten, dass der Roboter sicher ist. Das heißt, wir runden am besten alle Tische ab, wir runden die ganzen Wände ab, alles soll rund sein und alles soll schön weich sein. Und genau das ist eigentlich der Fall heute. Und wir haben es anders gemacht, wir haben den Roboter angepasst, dass es in dieser Umgebung, in der wir leben, einfach genau auf die Situation reagiert. Der gleiche Roboter, der die Kisten leer räumt, der gleiche Roboter spielt auch mit uns Tic-Tac-Toe, Schach oder was auch immer. Ich denke, das kennt ihr alles. Ich versuche jetzt bloß meine Zeit einzuhalten, deswegen versuche ein bisschen durchzurushen. Weil ich habe noch ein paar Sachen zu zeigen. Genau. Also das heißt, wir zeigen eigentlich damit auch immer auf den Messen und so weiter, dass das ein Roboter-System ist mit einer Intelligenz, und das ist die KI, die wir implementiert haben, mit allen möglichen Algorithmen, und der kann auf jede Situation reagieren, ob es um Arbeiten geht, eine Küche leer zu räumen, ob es einen Tisch geht, um zu swipen oder was auch immer, oder ob mit dem Menschen zu spielen. Genau, wir erreichen das nächste Level der Effizienz für kognitive Roboterflotten, und das ist auch mit einem der großen Themen, weil heute, Entschuldigung, ich versuche schon wieder ins Englisch zu switchen, weil ich einfach das meistens in Englisch mache. Der Roboter von heute wäre eigentlich intelligent, wenn wir jetzt einfach diesen Zugang zur Cloud hätten. Und genau da streiten sich die Leute, ne? Das heißt, die ganzen Firmen, die es heute hier so gibt, ist ein Automotive-Kunde, ist ein Aerospace-Kunde, ein Medical-Kunde, ob es in Europa ist oder in Amerika, ist einfach heute nicht dafür gewappnet und ist gar nicht bereit dazu, diese sensitiven Daten, die Bilddaten, Voice-Daten in der Cloud zu senden. Und deswegen haben wir auch da weitergedacht. Und einmal die ganze KI, was ihr vorhin gesehen habt, über eine sehr hochperformante, sag ich mal, Computing-Plattform im Steuerschrank, aber genauso eine Erweiterung dafür zu schaffen, und um uns nicht so stark zu limitieren. Und trotzdem sind wir limitiert. Und ich denke, da gibt es natürlich jetzt hoffentlich demnächst auch immer mehr Lösungen. Ich habe auch gesehen, dass Intel hier dabei ist. Deswegen, es geht hier wirklich darum, eine Plattform, eine zentrale Brain zu schaffen. Wir nennen sie jetzt halt einfach als ein Local Cloud. Und diese Plattform ist eigentlich dieses zentrale Gehirn, was all diese Daten von Robotern bekommt, die weiterverarbeitet und wieder distributet. Aber genauso, sage ich, auch hier neue Daten generiert werden können, wenn es um neue Bauteile geht. Aber da kann ich nachher auch kurz ein Video zu zeigen. Also es geht hier um eine sichere Cloud, die direkt beim Kunden vor Ort steht und damit eigentlich diese Ermöglichung von der Schwarmintelligenz. Das heißt, alle Roboter arbeiten zusammen. Neural Robotics engineers use a 3D scan setup to reconstruct high-quality 3D model for any object. Then the real images are collected and labeled by using the 3D models. This gives labeled real data. This means going beyond the human ability, as we know we cannot transfer our knowledge to each other perfectly. This gives the user the ability to train and fine-tune multiple models, and more importantly, transfer these models easily to every and each of the robot in the network. Also es ist ein Weg davon. Es gibt natürlich auch, wir arbeiten auch mit synthetischen Daten, was derzeit auch einer der, sag ich mal, einfachsten Methodiken sind, aber auch da soll es immer weitergehen. Es gibt neue Komponenten, die sollen vor allem für die Industrie geschaffen worden, dass einfach neue Komponenten, neue Spiegel, rechts, links, was auch immer da reingeladen wird, und in 0,nix wissen alle Roboter Bescheid, was es für eine Komponente ist, und wissen auch, wie man sie greift, wo man vielleicht nicht greifen kann und so weiter. Einfach ein zentrales Gehirn. Es geht darum, dass wir auch mobil werden. Das heißt, nicht nur einen Roboterarm, weil das bringt uns am wenigsten, wenn wir einfach nur einen Roboterarm haben, der statisch irgendwo rumsteht. So, wir Menschen sind so geschaffen worden, dass wir Beine haben. Genau da haben wir auch dran gedacht und die erste mobile Plattform dafür geschaffen. Wir nennen die Plattform MEV,
Also ist ein Fahrt, also auch ein kognitiver, sag ich mal, AGV, das heißt, wir haben ein Kamerasystem genauso wie Micro-Areas mitverbaut, um genau auf alle möglichen Situationen auch die Umgebung reagieren zu können. Genau hier macht zum Beispiel auch ein Mensch-Erkennungssensor wieder Sinn, weil wenn wir, sag ich mal, ein Roboter-System oder ein AGV, wenn wir wüssten, dass alles, ob das irgend so ein Bauteil ist, ob das eine Wand ist oder ob es eine Palette ist oder ob es ein Mensch ist, könnten wir ganz anders produktiv werden. Und genau das ist auch ein Riesenpunkt, den wir mit unserem Safe Human Detection Sensor mit abdecken. Es gibt natürlich viele Bereiche, in denen wir tätig sind, ob es jetzt Laborautomation ist mit der Nummer eins weltweit, mit denen wir zusammenarbeiten, um auch genauso komplett menschenlose Labore auszustatten. Es geht darum, im Logistikbereich natürlich komplette Autonomie mit einem zusätzlichen Arm zu gewährleisten und so weiter. Aber am Ende geht es auch darum, den Menschen, sag ich mal, näher an den Menschen zu kommen, Menschen zu unterstützen. Hier sind ein paar Bilder, die ich einfach mitgebracht habe, die ein bisschen futuristischer sind. Es geht darum, für uns shoppen zu gehen. Es geht darum, eigentlich das größte Problem der Welt zu beseitigen, die Rolle im Haushalt. Und genau dafür arbeiten wir, um den Menschen zu dienen, Systeme zu entwickeln, Technologien zu entwickeln, die den Menschen weiterbringen. Ich hoffe, ich habe die Zeit nicht zu stark überschritten und bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank, David. Ein bisschen sind wir vielleicht drüber über der Zeit. Vielleicht eine ganz kurze Frage. Wie kriegt ihr das hin, dass ihr, also was sind das für KI-Netze, die ihr dann immer nachtrainiert? Kannst du da vielleicht ganz kurz was andeuten, in welcher Richtung ihr da unterwegs seid? Ich denke, dafür sollte, ich will jetzt nicht einfach nur irgendwas Peinliches sagen, deswegen am besten, ich gebe euch einen Kontakt von unserem KI-Chef. Also ich bin da schon drin, aber ich denke, in manchen Bereichen habe ich mich ein paar Mal erwischt, als ich was falsch gesagt habe, deswegen auch da am besten an unserem Herrn Malekzadeh sprechen, also Milad heißt er, und er hat die ganze Abteilung sozusagen und hat sie von Anfang an mit aufgebaut. Okay, dann würde ich das auch mal als Angebot verstehen. Also wenn da Fragen sind, reichen wir die dann auf jeden Fall da gerne. Wenn es so tiefgründig sind, also sehr, sehr tiefgründig, welches, also ich weiß schon, aber wir verwenden wirklich in allen möglichen Bereichen auch verschiedene Architekturen, verschiedene KI-Netze und deswegen muss ich da ein bisschen vorsichtig sein. Bevor absolut, alles gut, kann ich gut nachvollziehen. Ich bin auch nicht überall so tief drin. Sehr gut, okay, sehr schön, vielen Dank. Dann, Stefan, würde ich an dich übergeben, ja? Ja, gerne. Jetzt machen wir thematisch einen kleinen Switch, gehen von Robotern über oder auch etwas größeren Switch, gehen von Robotern über zum Thema Energiewende, Energie an sich und freue mich sehr, dass wir Herrn Dr. Rainer Hofmann heute dabei haben. Herr Hofmann hat am KIT studiert und anschließend auch promoviert und ist seit 2013 bei der ENBW tätig, aktuell eben als Senior Manager for Data and AI. Und das ist natürlich, glaube ich, ein sehr spannendes Thema, weil ja das Thema Nachhaltigkeit und Energiewende an sich auch insbesondere in den herausfordernden Zeiten gerade uns alle auch persönlich tangiert. Und insofern freut es mich sehr, dass wir ein bisschen was von Ihnen hören, wie dort auch KI zum Einsatz kommt und was das für ein Beitrag auch in diesem Feld leisten kann und würde damit auch das Wort an Sie übergeben, Herr Hofmann. Und vielleicht noch ein Hinweis, gerne auch Fragen im Chat stellen. Wir können dann im Anschluss die Fragen auch direkt aufnehmen. Also da nochmal die Ermunterung, bitte stellen Sie einfach Fragen im Chat. Da können wir dann direkt darauf eingehen. Ja, Herr Hofmann, viel Spaß, viel Erfolg bei Ihrem Vortrag. Dankeschön. Dankeschön für die Vorstellung und Dankeschön für die Einladung, hier präsentieren zu dürfen. Tatsächlich, also besser hätte ich es nicht sagen können, ein Themen-Switch von Robotern, wobei ich würde mir die manchmal auch wünschen, wenn sie voll autonom wären, kommen wir vielleicht gleich nochmal dran vorbei, hinzu in die spannende, wirklich sehr spannende Energiewelt. Und ich habe heute mal einen Einblick in die Praxis für Sie dabei von einem Unternehmen, das nicht in KI forscht, sondern KI adaptiert. Und das wirklich entlang der Wertschöpfung von der ganzen Energiewelt. Um Ihnen den Einblick zu geben, was habe ich dafür mitgebracht? Ich habe ein paar Anwendungsbeispiele mitgebracht, die demonstrieren, wo wenden wir heute schon KI an. Und im Vorgespräch haben wir es auch besprochen. Das sieht immer so einfach aus. Ich habe mal bewusst mitgebracht, was sind denn die Herausforderungen in einem Unternehmen, das KI adaptiert, damit KI überhaupt passiert. In seltensten Fällen ist es das richtige Modell zu finden oder das richtige Lernverfahren. Das wäre dann der zweite Teil, auf den ich eingehe.
Also starten wir damit mal. Um mal eine grobe Orientierung zu geben, wo die NBW überhaupt steht, ich nutze dafür immer gerne das Reifegradmodell von Applied AI. Die unterscheiden bei den Firmen so fünf Level. Level 0 ist, ich mache noch gar nichts mit KI. Level 1, Experimenter, ist der die ersten POCs macht, mal Prototypen entwickelt. Practitioner sind die Leute, die schon Wert mit KI generieren und das Ganze ein bisschen systematischer angehen. Der Professional ist der wirklich in der ganzen Organisation KI nutzt, überall da, wo es sinnvoll ist, wo es werthaltig ist. Und die Shaper sind die Firmen dieser Welt, deren Geschäftsmodell ohne KI gar nicht möglich ist, bei denen das in der DNA drinsteht. Und Sie sehen da unten drunter die Anteile, die Prozentzahlen der Firmen, die da irgendwo unterwegs sind. Das ist teilweise noch ein bisschen erschreckend. Wir stehen als NBW am Übergang zwischen Practitioner und Professional. Dieser Übergang gestaltet sich als sehr, sehr zäh. Da ist mal länger als gedacht. Das ist nicht, dass man übergeht sofort, sondern wir sind jetzt auch schon seit 2 Jahren an diesem Übergang. Das ist eine große Herausforderung, KI wirklich in die ganze Organisation reinzubringen, um ihnen dann Gefühl zu geben. Wir sind aktuell bei 60, 70 Anwendungsfällen, in denen wir KI anwenden, aber da geht noch viel, 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 viel mehr und die Herausforderungen kommen wir später zu. Würde ich Ihnen jetzt einfach mal so ein paar von diesen KI-Cases einfach mal anteasern, was wir da so treiben. Ein Beispiel ist das Thema Predictive Maintenance im Gasbereich. Sie können sich vorstellen, dass so eine Gasleitung funktioniert, ist extrem wichtig für die Energieversorgung. Die werden traditionell ausgetauscht, zyklenbasiert. Ich weiß, diesen Baustoff muss ich austauschen. Hier ist man jetzt aber zu einem Machine Learning-basierten Ansatz gegangen, weil man einfach jede Menge Daten hat über, was ist das für ein Baustoff, was ist das für ein Hersteller, liegt das unter, wie man hier sieht, unter Asphalt, liegt das unter einer Begrünung, sind da große Bäume in der Nähe, die alles Faktoren, die ist viel Verkehr in der Nähe, auch spannend, alles viel Faktoren, die einen Bruch, eine Beschädigung herbeiführen können. Die hat man in ein Modell gepackt und hat es trainiert und kann jetzt deutlich besser vorhersagen, welches Bauteil ausgetauscht werden sollte, bevor es eben ausfällt. Wodurch wir natürlich eine Energieversorgung sichern können. Sehr erfolgreiches Projekt, wird gerade auf Strom erweitert. Ein anderes Beispiel, was jetzt wirklich schon älter ist, und hier würde ich mir tatsächlich den vollautonomen Roboter wünschen, ist die Mastinspektion. Normalerweise klettert da eine Person hoch und macht eine visuelle Inspektion der Bauteile, damit die Stromverteilung auch gesichert ist. Das wird mittlerweile, haben wir Leute ausgebildet zum Drohnenpilot und den brauchen wir eben noch, weil die Drohne noch nicht autonom da drumherum fliegt. Die fliegt hoch, hat zum ersten Mal erkennt die relevanten Bauteile, wie zum Beispiel den Isolator, den man hier sieht an dem Strommast. Und im nächsten Schritt erkennt die KI eben, ist dieses Bauteil defekt oder ist es nicht defekt? Und da sind wir wirklich auf eine Granularitätsebene gegangen. Splints, die Schrauben sichern, also wirklich auf Zentimeter-Ebene. Und sind alle Experten, Sie kennen das, wenn ich mit Computer Vision arbeite und Transfer Learning anwende, kriege ich einfach ruckzuck mit wenig Trainingsdaten einfach eine wahnsinnig gute Qualität, eine Accuracy, die deutlich über 90% liegt. Also eigentlich eine ganz schöne Sache. Ein weiterer Teil, wo wir KI anwenden, ist in Prognosen, in Vorhersagen für Erneuerbare. Nicht alle Photovoltaikanlagen sind so groß wie so eine Farm hier. Wir haben ganz viele Photovoltaikanlagen auf Hausdächern. Wenn man mal Richtung virtuelles Kraftwerk denkt, an den ich diesen ganzen dezentralen Anlagen zusammenschalte, da ist es extrem wichtig, dass ich eine gute Prognose habe. Gerade in einem Regime nach EEG, was ja immer mehr austreten, in dem wirklich die Energie vermarktet wird, heißt eine schlechte Prognose großen Verlust, weil ich für Ausgleichsenergie zahlen muss, also sogenannte Strafzahlung, wenn ich eben nicht meiner keine gute Prognosegüte habe. Deswegen ist die Prognose über die Einspeisung von Erneuerbaren entscheidet über die Wirtschaftlichkeit von Anlagen in einem Post-EEG-Regime. Bei den kleinen Anlagen ist das besonders spannend. Da haben sie in der Regel keine riesen Historie, mit der man trainieren kann. Da müssen sie vielleicht von anderen Hausdächern lernen, die in einem ähnlichen Postleitzahlgebiet stehen, ähnliche Dachneigung haben. Was natürlich immer spannender wird, ist der Eigenbedarf durch Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und so weiter. Also große Verbraucher, die auch noch einen Eigenbedarf haben und dann natürlich die Einspeisung deutlich reduzieren.
Noch ein anderes sehr spannendes Beispiel, das wir noch nicht gelöst haben, aber das sehr relevant ist, ist die Schätzung von Netzzuständen im mittleren und niederen Spannungsnetz. Also wir kennen die großen Trafostationen. Bis dahin weiß man eigentlich ganz gut, was im Netz passiert. Dahinter ist kaum Sensorik verbaut. Man ist recht blind im Netz. Und der Ansatz von State Estimation ist, dass ich nicht flächendeckend Sensorik verbaue, sondern Sensorik in einem Teil verbaue, diesen gemessenen Teil als Trainingsdaten nutze und versuche, den Zustand von Netzen in einem anderen Teil zu bestimmen, indem ich eben keine Sensorik habe. Das ist, hat eher noch Forschungscharakter. Das ist natürlich ein Riesenthema, weil die Systemsteuerung im Verteilnetz, die wird in der Zukunft immer, immer anspruchsvoller durch dezentrale Energieerzeugung und deutlich größeren dezentralen Konsum. Und die Aufgabe wird einfach schwierig und da müssen die Personen unterstützt werden. Ob es nachher KI ist, ich bin mal sehr gespannt, ist auf jeden Fall ein Teil, der von der zukünftigen KI-Regulierung auf europäischer Ebene betroffen sein wird. So, das war jetzt mal ein Blick in so ein paar Cases. Wenn sich jemand dafür mehr interessiert, wir haben letztes Jahr mit einigen anderen Partnern und dem World Economic Forum ein White Paper geschrieben, Harnessing AI to Accelerate the Energy Transition, gibt es im Internet, können Sie sich gerne mal anschauen, gibt es noch ein paar andere Anwendungsfälle, um da mal reinzuschauen, um die Aufmerksamkeit nochmal auf das Thema zu lenken, dass KI auch einfach relevant für die Energiewende ist. Das war jetzt der eine Teil, bei dem ich Ihnen mal zeigen wollte, wo wenden wir es denn eigentlich schon an? Und wie gesagt, es ist ein kleiner Ausschnitt, aber es gibt eben ein paar Herausforderungen dabei, organisatorischer Art. Und ich finde diese Grafik immer faszinierend. Das ist eine Umfrage vom MIT Sloan Management Review und BCG, in der Unternehmen gefragt werden, naja, versteht ihr eigentlich, wie KI eure Organisation verändert, euer Geschäftsmodell? Und das sind so 71% sagen, ja, das wissen wir eigentlich ganz gut. Und das sagen auch 59%, ja, wir haben auch eine Strategie, wie wir das Thema KI angehen. Starken Kontrast dazu steht, dass gerade mal 11% sagen, und wir verdienen damit auch schon Geld. Das macht, wir haben schon einen relevanten Benefit. Also irgendwie ist da eine Lücke. Also Verständnis ist da, aber das scheint eine Umsetzungsschwierigkeit zu geben. Und da gibt es eine schöne Umfrage von O'Reilly, die das verdeutlicht. Da wird jedes Jahr wird gefragt, what is the main bottleneck holding back for the AI adoption? Also was bremst euch eigentlich, wenn ihr mehr KI anwenden wollt? Und das dunkelorange sind die aktuellen Zahlen, das hellorange sind die alten Zahlen. Und gucken Sie mal auf die oberen beiden, die sind ganz spannend. Da gibt es nämlich eine Tendenz, das sind Top 1 und Top 2, nämlich, hey, mir fehlen die Leute. Entweder habe ich sie nicht, ich kann sie nicht einstellen oder die Leute, die ich habe, die haben nicht die richtige Qualifikation und ich habe einfach Datenprobleme. Fehlen die Daten, Datenqualität ist nicht ausreichend. Ganz spannend ist die Themen, ich finde nicht die richtigen Cases und meine Unternehmenskultur hat das noch nicht ganz akzeptiert. Sind rückläufig. Das Thema haben wir so langsam gelöst, aber jetzt ist es wirklich Menschen und Daten und insbesondere bei den Menschen, da geht es nicht um die Data Scientists. Also ich kriege einfach Data Scientists eingestellt, ich kriege einfach Data Scientists bei Beratungen, kriege ich gesourced, aber versuchen Sie mal einen guten Data Engineer zu finden extern. Das ist echt nicht einfach und genauso brauchen wir die Rollen in Fachbereichen, Projektleiter, Product Owner, die das Thema verstanden haben, Domänenexperten, die Cases identifizieren können, weil sie nun mal das Domänenwissen haben. Das ist ein ganz großes Thema. Und deswegen würde ich gerne die Präsentation schließen, nochmal mit einer Übersicht, was glaube ich, was aus den Herausforderungen, die für uns genauso gelten, wie sie da in der Übersicht sind, in der Umfrage, was ergeben sich daraus für Aufgaben? Und ich sehe zum einen, dass wir müssen viel stärker an der Data Excellence arbeiten als Grundlage für KI. Die letzten Jahre war immer Cases, Cases, Cases. Das ist auch das, wofür sich jeder interessiert. Aber jetzt müssen wir nur mal den Keller aufräumen. Das heißt Datenqualität, dass Daten gelabelt sind. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie aufwendig es ist, wenn ein Bereich eines Unternehmens mit einem anderen Bereich Daten austauschen möchte. Das ist eine organisatorische Hürde, die ist unfassbar. Da Governance aufzusetzen, eine Data Governance, das sind Themen, die werden uns beschäftigen. Das Thema Weiterbildung im Bereich Data AI muss deutlich intensiviert werden. Wir gehen gerade ganz stark auf die Ausbildung interner Mitarbeiter bei den Rollen Data Engineer und Data Analyst, weil wir die einfach nicht so einfach am Markt bekommen, wo wir unsere Leute intern deutlich weiterbilden.
KI sollte auch über Prozessverbesserung hinaus genutzt werden. Ich finde, heute wird es häufig noch homöopathisch genutzt. Ich mache einen Prozess ein bisschen besser, aber dass wirklich gänzlich neue Geschäftsmodelle entstehen, da sind zumindest wir bei der MDW noch ein Stück weit von entfernt. Da würde ich mir aber gerne hinwagen, weil wenn es eine General-Purpose-Technology ist, sollten wir es auch so nutzen. Und dann ist bei einem Unternehmen, das KI nicht in der DNA drinstehen hat, ist einfach extrem wichtig, die Kulturveränderung stetig zu begleiten. Das ist neu für viele, viele Menschen. Das muss begleitet werden, da muss kommuniziert werden, die Veränderung muss begleitet werden. Wir hatten gerade letzte Woche eine Data and AI Week wirklich komplett mit 40 Vorträgen und 800 Teilnehmern, einfach um der Organisation auch klarzumachen, das ist ein Thema, das ist gekommen, um zu bleiben. Damit würde ich gerne meinen Vortrag schließen, bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich, wenn es Fragen gibt. Ja, Herr Hoffmann, vielen herzlichen Dank für diesen sehr spannenden Einblick, den man, glaube ich, nicht alle Tage so bekommt. Das war wirklich sehr, sehr erhellend, insbesondere auch die Verknüpfung vielleicht mal zum Transferforum, was wir heute Morgen hatten im Automotive-Bereich. Da haben wir nämlich auch genau über das gleiche Thema Fachkräftemangel in der Transformation der Digitalisierung ganz allgemein gesprochen. Und da ist natürlich auch bei uns immer ein Thema wissenschaftlicher Nachwuchs in der Ausbildung, Qualifizierung an die richtigen Themen heranzuführen. Und das hat sich hier jetzt auch nochmal bestätigt für eine andere Domäne. Das finde ich dann immer spannend, wenn sich solche Themen dann auch rauskristallisieren, dass es wirklich da Bedarfe übergreifend gibt. Vielleicht nochmal eine Frage auch von mir. Sie haben jetzt gesagt, bei Ihnen ENBW Daten, Infrastruktur und auch Datenmanagement, Aufbereitung. Wie sind Sie da unterwegs? Haben Sie schon die meisten Daten so, dass man Analytics darauf anwenden kann? Oder wo stehen Sie da gerade, wenn Sie da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen würden? Schön wäre es. Also ich glaube, die Herausforderung teilen wir mit allen Firmen, die es ein bisschen länger als 20 Jahre gibt. Wir haben einfach gewachsene Systeme, wir haben Legacy-Systeme. Und wer einmal ein Architekturschaubild gesehen hat von einem Unternehmen, der weiß, warum man nicht einfach mal eine Datenbank rausziehen kann und kann die durch was anderes ersetzen. Das ist eine Herausforderung. Also wir haben kein Greenfield-Approach. Was wir tun müssen, ist, wir müssen ganz viel mit Datenintegration arbeiten. Also ich baue eine Schicht über das, was da ist und ziehe die Daten da rein. Und das ist ja genau der Punkt, bei dem die Data Engineers reinkommen, dass die Daten dahin, dass sie transformiert werden, sodass damit gearbeitet werden kann. Das muss getan werden. Und was halt immer mehr passiert, dadurch, dass wir jetzt datengetrieben arbeiten, ist, dass ein Bewusstsein für den Wert von Daten entsteht. Also ich würde mal sagen, vor 10 Jahren war das noch die Arbeit für die Werkstudenten und mittlerweile merkt man, welcher Wert in Daten drin steckt. Insbesondere schwierig als Unternehmen, das assetlastig ist, wo ein Kraftwerk, ein Stromnetz, ein Gasspeicher einen Wert hat, zu sagen, jetzt habe ich intangible Assets, die auch einen Wert für mich haben. Wir sind da auf einem Weg, aber um Gottes Willen noch lange nicht so weit. Wir haben immerhin den Vorteil, dass wir komplett alles in der Cloud machen können, also jetzt mal abgesehen von den Kernkraftwerken, aber dass wir da nicht auf On-Prem beschränkt sind, sondern können da auf viele Lösungen zurückgreifen. Ja, aber es bleibt eine große Herausforderung nach wie vor. Super, dann nochmal herzlichen Dank Ihnen für den Einblick in das Themenfeld und Arne, damit würde ich wieder an dich übergeben. Ja, vielen Dank. Genau, ich würde dann ganz kurz meinen Kollegen aus der Robotik am FZI ankündigen. Philipp Keller hat Elektrotechnik studiert am KIT und ist jetzt bei uns im Team einer unserer Experten für KI-Systeme. Aber dazu wird er Ihnen jetzt direkt mehr erzählen. Bitte, Philipp. So, jetzt bin ich hoffentlich zu hören. Super. Genau, wie schon gesagt, ich bin der Philipp Keller. Ich bin im Bereich visuelle Perzeption am FZI tätig und heute berichte ich über automatisierte Gefahrstoffsortierung mit CNNs. Wer CNNs noch nicht kennt, das sind quasi künstliche neuronale Netze, die auf Bildverarbeitung spezialisiert sind. So, warum machen wir das am FZI? Weil wir als FZI-Forschungspartner im BMBF-Projekt und Kompetenzzentrum Robticon tätig sind. Robticon ist ein Projekt, in dem Robotersysteme für Dekontaminationsaufgaben entwickelt werden
um eben Menschen aus diesen Gefahrenbereichen rauszuhalten. Unser Forschungsschwerpunkt ist da das Sortieren von Gefahrstoffen auf Förderbändern. Das können jetzt Elektroschrott sein oder Batterien, aber auch kontaminierte Bruchstücke oder unbekannter Erdaushub bei Sanierung von Altlastendeponien. Und all diese Aufgaben, da gibt es die Zielsetzung, dass diese Aufgaben durch vollautonome und intelligente Sortierstraßen erledigt werden sollen. Und in Absprache mit der Praxis, also einem Batterie-Recycling-Unternehmen, haben wir uns als FZI zuerst fokussiert auf das Praxisbeispiel des Sortierszenarios von entzündlichen Batterien. Aktuell wird das noch von Hand gemacht in Freilufthallen, weil es eben dort häufiger zu Gefahrsituationen kommt, dass beispielsweise Lithium-Akkus Feuer fangen, aber auch die Schadstoffbelastung allein über die Luft ist nicht zu vernachlässigen, weswegen da strikte Kontrollen dauerhaft notwendig sind. Genau. Und wenn man jetzt diese Batteriesortierung automatisieren möchte, dann gibt es verschiedene Ziele, die wir erreichen wollten, um zum einen die sehr schnelle Erfassung und Klassifikation der Batterien, um eigentlich auch hohe Durchsätze zu erreichen und Wirtschaftlichkeit zu erreichen, dann ein lernfähiges System zu haben, sodass auch neue Batterietypen, wenn sie auf den Markt kommen, auch erkannt werden können. Und je nach Batterietyp sind unterschiedliche Sensoren, Roboter und Greifer notwendig, um diese auch handhaben zu können. Deswegen haben wir eine Konzeptstudie entwickelt, hier rechts auf der Folie zu sehen, die diese modulare Sortierstraße zeigt. Und genau dieses System ermöglicht eben den einfachen Austausch von Robotern, Sensoren und Greifern, je nachdem, was gerade sortiert werden soll. Und durch den Einsatz von KI-Verfahren möchten wir eben hohe Flexibilität gewährleisten und auch Robustheit gegenüber verschmutzten oder verformten Gegenständen. Und wie genau wir diese KI-Verfahren konzipiert haben, werde ich jetzt im Folgenden erklären. Und zwar haben wir uns jetzt in dem aktuellen Beispiel darauf beschränkt, 5 verschiedene Batterietypen einfach mal zu sortieren. Und dafür wollen wir KI-Modelle der Instant Segmentation einsetzen. Das heißt, wie hier auf den Bildern zu sehen, man kriegt nicht nur die Bounding-Boxen, wie bei der Objektdetektion in Gelb zu sehen, sondern man kriegt wirklich die einzelnen Umrisse jedes Objekts auf dem Förderband. Deswegen setzen wir ein Mask-RCNN ein, um die Instant Segmentation-Informationen zu erhalten. Und dann haben wir bei Batterien eine etwas speziellere Datensituation, weil es gibt keine frei zugänglichen Batteriedatensätze für einen solchen Use Case. Und außerdem hat man auch eine sehr hohe Variabilität. Das heißt, Batterien sehen optisch schon mal ganz anders aus, obwohl sie vom gleichen Typ sind, je nach Hersteller und Land, in dem sie produziert worden sind. Und unser eigener Bestand an Batterien hier am FZI ist sehr klein. Das heißt, wenn wir testen wollen und entwickeln wollen, haben wir eben nur einen kleinen Datensatz zur Verfügung. Und wir sind dieses Problem angegangen, indem wir eben unsere Datenknappheit mittels Transferlernen und Data Augmentation kompensieren. Data Augmentation bezeichnet quasi die künstliche Erweiterung kleiner Datensätze durch künstliche Modifizierungen der Daten. Jetzt ist das eingesetzte Mask-RCNN, kommt aus der Familie der CNN-Architekturen, also der Convolutional Neural Networks. Und diese Architekturen sind stets darauf ausgelegt, skalierungsunabhängig zu detektieren. Das heißt, egal wie groß das Objekt auf dem Bild sichtbar ist, ob klein oder groß, soll immer stets die gleiche Klasse detektiert werden. Das beeinträchtigt aber in unserem Fall die Unterscheidung zwischen den AA-Batterien und den AAA-Batterien, weil die optisch sehr gleich aussehen, nur eben in der Größe ein bisschen unterschiedlich sind. Das heißt, wir kombinieren jetzt die KI mit klassischen Industriesensoren, und zwar einem Laserscanner, Zeilenlaserscanner.
Wie das Ganze abläuft, sieht man hier rechts in dem Schaubild. Das heißt, das Kamerabild wird von dem KI-Modell verarbeitet und eine Objektmaske und der Batterietyp wird bereitgestellt. Gleichzeitig wird parallel die 3D-Punktwolke des Laserscanners verarbeitet mittels der Ebenensegmentierung und eines Punktwolkenclusterings, sodass man die Objektclusterinformationen erhält. Diese umfassen dann die Höhe, Länge und Breite der einzelnen Objekte auf dem Förderband. Dann wird anschließend oder werden anschließend in einer Plausibilisierungskomponente all diese Informationen fusioniert und unter Zuhilfenahme von typspezifischen Maßen und Informationen, also zum Beispiel Normgrößen von AA-Batterien, plausibilisiert und die KI-Prädiktion entsprechend angepasst. Als finales Ergebnis erhält man dann ein Greifziel, was an die Robotersteuerung weitergegeben werden kann. Das heißt, durch dieses hybride Verfahren und unter der Zuhilfenahme der klassischen Laserscanner-Datenverarbeitung gleichen wir die Schwächen der neuronalen Netze quasi aus, gerade was die skalierungsunabhängige Prädiktion angeht. Und da kommen wir auch schon zu den Teilergebnissen bezüglich der reinen KI-Objekterkennung. Da haben wir ein vortrainiertes KI-Modell verwendet. Das heißt, es wurde schon mal auf Alltagsgegenständen trainiert und hatte somit Grundfähigkeiten schon in sich drin. Und dann haben wir gleichzeitig auch noch mittels Data Augmentation den Annotationsaufwand von neuen Daten quasi stark reduzieren können. Das heißt, in unserem Fall, in unserem Test, haben jetzt sehr wenige Bilder ausgereicht pro Klasse, um schon zuverlässige Genauigkeiten für komplett neue Batterien zu erreichen. Von dem Mask ACNN, was wir da trainiert hatten, erhalten wir dann nämlich die Informationen über die Klasse bzw. ihre Wahrscheinlichkeit und die Maske des erkannten Objekts, wie man hier rechts auf dem Bild nochmal schön sieht. Das heißt, wir wissen genau, wo die Objekte auf dem Förderband sich befinden. Und das ist eigentlich schon ein sehr robuster Ansatz, die KI alleine. Und man kann da auch einfach und schnell neue Batterietypen einlernen. Sind es aber, wie schon erwähnt, diese Schwächen, die uns aufgefallen sind, dass wir eben häufig Verwechslungen haben. Hier oben links im Bild sieht man zum Beispiel eine AA-Detektion, obwohl es eine AAA-Batterie ist. Und das kam ganz häufig vor. Und auch Fremdkörper wie zum Beispiel Schrauben wurden häufig als Knopfzellen detektiert. Deswegen haben wir dann diesen hybriden Ansatz entwickelt. Und wie die Ergebnisse mit dem hybriden Ansatz aussahen, das werde ich jetzt berichten. Das heißt, wir hatten dann in der KI-Sensorbox, hier in schwarz zu sehen, den Zeilenlaserscanner und die Kamera. Und haben diese beiden Informationen fusioniert. Das heißt, wir haben die Objekte in der Punktwolke berechnet, kannten somit die Höhe, die Breite und das Volumen und haben dann die Prädiktionen, die parallel gemacht wurden auf den Kamerabildern, plausibilisiert anhand typspezifischer Maße. Das hat uns besonders geholfen, die Fehlerrate bei der Detektion von AAA und AA-Batterien sowie von Knopfzellen stark zu reduzieren. Die erkannten Objekte, sieht man unten, wurden dann via ROS getrackt und dienen dann als Ziel zum Greifen für die Roboter. Das heißt, die gesamte Pipeline stellt dann die Greifziele bereit, die dann von unserer FZI Motion Pipeline abgearbeitet wird und der Roboter sortiert die einzelnen Batterien in die richtigen Boxen. Wir waren damit auch auf der MoTeC, einer Automatisierungsmesse letztes Jahr, und haben das präsentiert. Und jetzt sieht man in dem Video nochmal ganz gut, wie die einzelnen Komponenten quasi live zusammenarbeiten. Zu Beginn werden die Objekte vorne aufs Laufband gelegt. Das macht jetzt gerade noch ein Mensch, aber in der Regel kann das auch automatisiert geschehen. Und dann fahren sie unter der schwarzen Sensorbox hindurch und werden quasi wahrgenommen. Links zu sehen das Kamerabild mit den Detektionen der KI und rechts die klassische Verarbeitung anhand der Punktwolke.
Beide Informationen werden fusioniert und gegenseitig plausibilisiert. Und die finalen Greifziele werden dann an den Roboter weitergegeben, der die Batterien dann entsprechend in die richtige Box einsortiert. Und die Lithium-Akkus werden hier einfach hinten runterfallen gelassen. Genau, weil wir gerade einen Magnetgreifer haben und der kann sich quasi nur die magnetischen Objekte greifen. Und genau, das heißt, dieses Projekt der automatisierten Batteriesortierung hat auf jeden Fall den Kompetenzaufbau am FZI bezüglich automatischer Sortieranlagen in verschiedenen Ebenen gesteigert. Das heißt, wie geht man mit Datenknappheit um in solchen Situationen? Wie verwendet man die aktuellsten KI-Verfahren und Trainingsstrategien? Und auch der Praxisaustausch oder Erfahrungstausch mit der Praxis war sehr wichtig. Und das entwickelte System ist deswegen nicht nur für Batterien einsetzbar, sondern auch für andere gefährliche Materialien, wie zum Beispiel Elektroschrott, nukleare Bruchstücke oder auch Störstoffe im Deponieaushub oder auch noch vielen weiteren Anwendungen. Und damit war es das von mir und stehe gerne auch für Fragen zur Verfügung. Super, vielen Dank, Philipp. Vielleicht hätte ich eine Frage. Wie geht es da jetzt weiter? Ist geplant, die Sortierstraße irgendwie noch mehr zu erkennen oder was sind da nächste Schritte? Noch mehr zu erkennen ist, also das Einlernen soll quasi noch intuitiver geschehen. Gerade muss da ein Experte den Einlernvorgang quasi durchführen. Er muss die Bilder aufzeichnen, er muss sie labeln, er muss das Training von Hand starten. Und da braucht man dann schon gewisse Fähigkeiten und Kenntnisse. Und da ist auf jeden Fall geplant, dass man das viel intuitiver und für keine Fachkräfte verfügbar macht, sodass man interaktiv und während des Betriebs schon neue Objekte einlernen kann, ohne dass man eben diese ganzen Kenntnisse braucht, die man vielleicht so als wissenschaftlicher Mitarbeiter hat. Okay, super. Vielen Dank. Genau, damit würde ich wieder an dich übergeben, Stefan. Ja, und jetzt machen wir auch direkt den nächsten thematischen Switch und gehen jetzt wieder ein Stück tiefer in diesem Fall rein in Hardwarestrukturen. Und da freut es mich besonders, dass wir Frau Dr. Julia Sandamieskaja von Intel Deutschland gewonnen haben für einen Vortrag zum Thema neuromorphe Rechnung und Rechner von Theorie zu Anwendung. Es geht also darum, wie wir Nervenstrukturen, menschliche Strukturen auch entsprechend abbilden können. Und ich freue mich sehr auf den Vortrag von Frau Sandamieskaja. Sie leitet das Neuromorphic Computing Lab von Intel Deutschland, hat vorher an der Ruhr-Universität Bochum im Bereich kognitiver Systeme auch studiert und promoviert. Und ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Herzlichen Dank für diese Vorstellung, genau für diese Einladung. Ich freue mich wirklich, hier einen kleinen Einblick in unsere Forschung zu machen und ein bisschen die Zukunftsperspektive von neuen Rechenarchitekturen aufzuzeichnen, welche hoffentlich die weitere Entwicklung von KI-Systemen unterstützen oder sogar ermöglichen. Also wir wissen ja alle, dass eine von den Herausforderungen von den heutigen KI-Systemen, welche ja auf neuronalen Netzen basieren, also die mächtigsten, die stärksten KI-Systemen, ist die Rechenkosten, vor allem für Training von diesen großen neuronalen Netzen. Also je komplexer die Aufgaben, welche diese Netze ermöglichen oder schaffen, desto größer die Netze sind, desto mehr Parameter muss man einstellen, desto länger und rechenkostenintensiver Training von diesen Systemen sind. Und Wachstum von diesen Trainingskosten ist so rasant, dass das Morsche Gesetz, welches das Wachstum der Geschwindigkeit von unseren Rechnern beschreibt, nicht hinterherkommt. Also hier zum Beispiel ein Beispiel, also dass in den letzten 6 Jahren der Rechenbedarf fürs Training von neuronalen Netzen um 300.000 Mal gestiegen ist, also für die größten Systeme, während das Morsche Gesetz Beschleunigung von den Prozessoren nur um 8-fache ermöglicht hat. Also auf jeden Fall, dieser Gap wird immer größer. Und andere Beobachtung, welche man machen kann, ist, dass dieses Efficiency Gap, also wie effizient neuronale Netze basierte Algorithmen sind, der Gap wird immer größer zu den
zu der ursprünglichen Inspiration, also von biologischen Nervensystemen. Also wir bauen bessere und bessere Netze, aber sie werden weniger und weniger effizient verglichen mit biologischen Systemen. Und als Antwort darauf sieht man heutzutage ein großes Interesse und auch sehr viele Entwicklungen im Bereich von neuromorphen Rechnern. Und ich erkläre im nächsten Slide, warum neuromorphe Rechner und was das bedeutet. Aber hier so ein kleiner Überblick über die ganzen Systeme und Plattformen, welche in den letzten Jahren entwickelt wurden und zum Teil auch zum Markt gebracht. Also darunter sieht man Entwicklungen von großen Firmen, so wie IBM und Intel. Die beiden sind Forschungschips, und dazu sage ich auch noch mehr. Aber es gibt auch mehrere Entwicklungen von entweder Akademie, also Universitäten in China, aber auch in Europa, im Human Brain Project, der Spinnaker Project und der Brain Scales und kleinen Startups. Also es gibt, würde ich sagen, eine ganze Suche von Startups, Gray Matter Labs, Akida, Synsense in der Schweiz. Alle bauen neue Art von Hardware-Architekturen, von Prozessoren, welche von biologischen Nervensystemen inspiriert sind. Und diese kommen in verschiedenen Skalen. Also es gibt kleinere Systeme, die man wirklich in einen Laptop einbauen könnte oder in ein portables System und bis zu ganzen Server-Farms, also richtig großen Systemen. Und dann gibt es noch eine Reihe von Sensoren, die auch gebaut werden. Also warum ist diese Idee, dass man von einem Nervensystem, von biologischen Systemen noch weiter lernen könnte, um die künstlich intelligente Systeme zu unterstützen? Und da habe ich als Beispiel auch Robotik genommen, aus zwei Gründen. Einerseits, Robotik ist wirklich ein Bereich, der KI braucht, um aus den Umgebungen und Aufgaben herauszukommen, wo die Abfolge von Bewegungen, welche erzeugt werden müssen, strikt definiert ist und vorprogrammiert werden kann. Wenn die Roboter die Bewegungsabfolgen basierend auf Sensorinformationen planen müssen, dann braucht man dafür KI. Und in diesem Bereich sieht man auch die größten Herausforderungen für die heutigen neuronale Netze basierte KI-Systeme. Ich habe hier drei Beispiele aufgeführt, so die relativ frisch sind in der Zeit und auch wirklich beeindruckend. Das sind wirklich die besten Systeme, wo die neuronalen Netze benutzt wurden, um die Bewegungsabfolgen zu trainieren. Also entweder für Steuerung von so einer Hand oder für Manöver mit einer Drohne oder Bewegung von einem agilen Quadruped-Roboter. Und man hat wirklich beeindruckende Ergebnisse, welche kaum mit programmierten Systemen erreicht werden könnten. Allerdings sieht man auch die Schwierigkeiten. Erstmal die langen Trainingszeiten, also diese neuronalen Netze, die man hier benutzt, sie sind relativ klein, aber trotzdem brauchen sie viel Zeit und Energie, um trainiert zu werden, was an hohe Rechenkosten, zu hohen Rechenkosten führt. Dieser OpenAI-Beispiel ist besonders eklatant there. Also dieses Netzwerk wurde für 9 Monate trainiert auf eine große Menge von GPUs und CPUs. Und als Ergebnis von diesem langen Training bekommt man einigermaßen rigide Systeme. Also diese Systeme können dann eine Aufgabe normalerweise lösen, recht gut. Aber wenn sich etwas ändert an dem System, was gesteuert wird, dann muss man praktisch von null anlernen. Also sie sind nicht so einfach zu adaptieren und zu ändern. Und natürlich, man arbeitet in Verfahren, die das ermöglichen, aber das ist eine richtige Schwierigkeit. Und wenn man das jetzt vergleicht mit so einem biologischen System, ich habe hier ein Beispiel, so ein Hummingbird, so einen kleinen Vögel genommen, das cannot play jetzt, aber Sie können sich vorstellen, also die Bewegung, welche hier gesteuert wird, sehr präzise, sehr akkurat, sehr schnell, mit sehr vielen Störungen, also vom Wind und von Änderungen in der Umgebung. Also das Hirn von diesem Vögel wiegt 1 Gramm, hat ein paar Millionen Neuronen, also sehr, sehr wenig, und verbraucht 1 Milliwatt an Power. Und heutzutage also wissen wir recht viel über die Nervensysteme und Hirne von solchen Tieren. Und was man da beobachten kann, das ist, dass diese Nervensysteme sehr viel Struktur aufweisen. Das heißt, da gibt es so wirklich interessante Schaltkreise, zum Beispiel so ein Head Direction Circuit, so eine Kopfrichtung detektierender Schaltkreis im Hirn von einer Fliege, von einer Fruchtfliege. Oder die Struktur, die kortikale Schichten aufweisen in höheren Tieren. Oder hier zum Beispiel ein Beispiel von einem Neuron in einer Heuschnecke, welche auf also bestimmte Stimuli reagiert, auf Stimuli, die sich rasant vergrößern im Feld, im Sichtfeld von diesem Tier.
Und man sieht diese Struktur auf ganz verschiedenen Ebenen, also von Mikrostruktur, wie einzelne Neuronen aufgebaut sind oder kleine neuronale Schaltkreise und bis zu Strukturen, die ganze Hirnareale erfassen. Da unterscheidet man also verschiedene Bereiche, verschiedene Hirnregionen mit verschiedenen neuronalen Strukturen und Netzen. Und aus diesen ganzen Strukturen kann man lernen, um effizientere Systeme zu bauen, künstlich intelligente Systeme zu bauen. Und was man in Neuromorphic Engineering und Hardware insbesondere gelernt hat, ist Struktur von dem Prozessor, also von dem Rechner. Und diese Struktur unterscheidet sich von den heutigen CPUs und auch GPUs, indem es viel verteilter ist. Und nämlich Speicher in diesem System ist viel verteilter, sodass man nicht nur ein System mit parallelen Prozessoren hat, wie in GPU, sondern auch sehr viel verteiltem Speicher. Und was diese Systeme ermöglichen, ist Lernfähigkeit on the fly. Das heißt, die Parameter von dem neuronalen Netz können sich ändern im Laufe von Processing. Man muss Trainingphase und Implementierungphase nicht trennen. Man muss natürlich dann die entsprechenden Algorithmen entwickeln, welche diese Fähigkeit online und kontinuierlich zu lernen nutzen können. Zweitens benutzen diese Systeme asynchrone Prozessing. Das heißt, es gibt keine Uhr, welche den Prozessor taktet. Und diese Taktung ist sehr wichtig für heutige Informationenbearbeitungstheorien in Systeme. Und das gibt man in diesen neuromorphen Rechner auf, um effizienter zu sein. Also hier werden die Signale nur geschickt, wenn ein bestimmter Schwellwert, bestimmter Event detektiert wurde. Ansonsten passiert nichts in diesem Prozess, wenn nichts zu schicken und zu bearbeiten da ist. Und man bekommt dadurch also massiv parallele Rechensysteme, die auf sporadischem Compute basieren. Also das heißt, es wird nur gerechnet und nur kommuniziert zwischen einzelnen Elementen, wenn dafür ein Grund gibt. Und basierend darauf bekommt man Systeme, die neuronale Netze und Architekturen unterstützen mit kontinuierlichem Lernen und dabei sehr energieeffizient sind. Also Intel hat diese ganze Armee und Effort von Neuromorphic Computing hat sich angeschlossen und hat so einen Forschungschip gebracht, Loihi und vor kurzem Loihi 2. Das ist kein Produkt von Intel, also das muss ich betonen, das ist ein Forschungschip, um diesen Bereich zu untersuchen und zu erforschen. Also wegen diesen Besonderheiten, diesen massiv parallelen Computing, diese Aufgebung von Taktung von dem Prozessor, muss man erst verstehen, also welche Algorithmen auf diese Art von Prozessoren besonders gut laufen, welche Aufgaben kann man mit diesen Algorithmen besonders gut lösen. Und das hoffen wir mit diesem Chip zu erreichen. Loihi 2 als neuromorpher Rechner ist besonders, weil er unterstützt programmierbare Modelle von den Neuronen. Also das heißt, es ist nicht ein bestimmtes neuronales Modell, also das typische Integrate-on-Fire neuronales Modell unterstützt, sondern man kann verschiedene neuronale Modelle implementieren, zum Beispiel Oszillator-basierte neuronale Modelle oder Sigma-Delta-modulierende und so weiter. Man hat auch generalisierbare Notation von einem Spike oder von Informationsaustausch zwischen einzelnen Neuronen, die nicht binär sein muss wie in anderen neuromorphen Rechnern, sondern auch Werte mitgeschickt werden können. Und es unterstützt auch verschiedene Lernalgorithmen. Bei neuromorpher Hardware, bei jedem neuen Hardware-Architektur und Hardware-System spielt Software eine sehr große Rolle. Also Software ermöglicht es uns, diese Hardware-Systeme zu programmieren. Und neuromorphe Rechner sind dafür ausgezeichnet, dass sie nicht unbedingt nur mit also Backpropagation trainiert werden können, sondern sie erlauben uns, ganz verschiedene neuronale Architekturen zusammenzustellen. Und dafür brauchen wir natürlich Software-Tools, die uns als Designern das ermöglichen, diese Strukturen zu entwickeln und zu entwerfen. Und wir haben Software-Framework Lava dafür entworfen, welche Open Source gemacht wurde, um die Community zu unterstützen und wirklich dieses Feld voranzubringen und nicht mehr nur so eine exotische Nische zu lassen.
um diese Hardware zu programmieren, braucht man neue Programmierungskonzepte, weil hier denkt man nicht mehr mit Funktionen und Methoden und Variablen, die man sich gewöhnt ist, sondern man denkt mit Neuronen, neuronalen Populationen, Verbindungen dazwischen, Gruppen von Neuronen, die also verschiedene Lernregeln unterstützen und verschiedene Verbindungsmuster aufweisen. Und diese neue Programmierungskonzepte unterstützt also dieses Software-Framework. Mit unserem ersten Loihi-Chip, Loihi 1, haben wir so einen Leistungsvergleich gemacht von verschiedenen Architekturen und haben so eine Tendenz bemerkt, dass die heute so populären tiefen neuronalen Netze, die vor allem in Bildverarbeitung und auch in Sprachbearbeitung viel Einsatz bekommen, die zeigen nicht besonders viele Vorteile auf neuromorphe Hardware. Also diese Plot zeigt sozusagen, wie viel energiesparsamer bestimmte Workload ist auf neuromorphen Hardware und wie viel schneller läuft es. Sondern am effizientesten waren verschiedene Arten von rekurrenten neuronalen Netzen. Und das ist auch kein Wunder, weil genau diese rekurrenten neuronalen Netze sieht man in biologischen Systemen. Die sind hinter den ganzen Steuerungssystemen und bewegungsgenerierenden Systemen, entscheidungstreffenden Systemen und Optimierungssystemen, die wir in biologischen Systemen sehen und auch in Algorithmen, welche heute nicht auf neuronalen Netzen basieren. Aber man könnte neuronale Netzäquivalente finden. Ich zeige Ihnen ein paar Beispiele von Anwendungen, wirklich nur ganz kurz. Also es gibt viele Anwendungen mit schnellem Lernen, also wirklich One-Shot-Learning, zum Beispiel von chemischen Substanzen, die dann in Mischung erkannt werden können. Und meistens für Perzeption, also für schnelle Wahrnehmung. Es gibt einige Anwendungen in der Robotik, weil in der Robotik man auf diese schnelle Feedback-Loops angewiesen sind. Und da sind die Art von rekurrenten neuronalen Netzen mit Adaptation, also sie finden da Anwendungen in ganz verschiedenen Bereichen, ob das Steuerung ist, also Control, Model Predictive Control oder PID-basierte Control, Steuerung basierend auf visuellen Informationen, die sehr schnell bearbeitet werden muss, ob das kognitive Karten und Interaktion mit dem Menschen ist oder Lokalisierung und Navigation Aufgaben. Dann gibt es viele Anwendungen mit verschiedenen spärlichen Repräsentationen oder graphbasierten Rechnungen, wie zum Beispiel in Optimierungsverfahren oder parallele Suchverfahren. Und hier sind ein paar Beispiele von Loihi 2. Also Loihi 2 ist ein sehr, sehr neuer Chip. Also da erproben wir verschiedene neuartige neuronale Modelle und sehen da Anwendungen bei Processing von Geräuschen, von Audiosignalen, von visueller Information, vor allem in Streams, also in Videostreams und auch in Optimierungsverfahren, zum Beispiel bei Planung von also von Timetable, also Scheduling Tasks. Also das war so ein kleines Projekt, was wir mit der Deutschen Bahn durchgeführt haben und gezeigt haben, wie diese Optimierungsverfahren beschleunigt werden können auf unsere Hardware. Insgesamt also die Applikationsbereiche gehen von spezialisierten Designs für Sensor Coprocessors zu intelligenten Edge Processing in der Robotik oder anderen Embedded Processing bis zu High-Performance Systemen auf großen Skala. Und diese ganze Arbeit also bei Intel machen wir natürlich nicht alleine, sondern mit einer Community. Also wir unterstützen heute bis zu 150 Forschungsgruppen weltweit, die auch an diesem Thema interessiert sind und an verschiedenen Aspekten arbeiten, also von Theorie über Algorithmenentwicklung zu Anwendungen. Ja, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das hat so ein bisschen den Einblick geschaffen in diese künstliche Technologie. Ja, herzlichen Dank, Frau Sandamirskaya. Das war wirklich ein sehr spannender Einblick mal in ein solches Feld, wie man nervliche Strukturen vom Menschen auch versucht, in entsprechende Hardware-Software-Unterstützung zu gießen. Jetzt haben wir eine Frage auch aus dem Chat, die würde ich einfach auch direkt mal mit reinnehmen und weitergeben. Dort ist die Frage, dass wir typischerweise bei Menschen auch biochemische Materialien haben, die dort eine große Rolle spielen, auch in der Übertragung und Interaktion. Und die Frage daran anschließend, wird auch versucht, mit solchen Biomaterialien zu arbeiten und das zu ergänzen? Oder ist es doch eher bestehendes Material der Elektronik, was wir eben aus klassischen Chips kennen? Ja.
Also wenn wir aus der Natur lernen, ist es immer sehr wichtig, richtige Abstraktionsniveau zu setzen. Also man hat immer dieses Beispiel von Flugzeugen und also Fliegen von Vögeln. Ja, genau, also da hat man aus dem natürlichen Flug gelernt, aber nicht wörtlich, also die gleiche Struktur genommen dafür. Und das ist so ähnlich bei den Rechnern. Wir wissen, wie man die Rechner mit heutiger Elektronik baut, wie man sie skaliert. Dafür gibt es Tools. Und heute versuchen wir, die zu benutzen. Bei Intel so nah an heutiger Technologie wie möglich. Also wir benutzen digitale Schaltkreise. Es gibt Gruppen, die näher an Forschung sind und ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. Sie benutzen analoge Schaltkreise. Da ist man ein Stückchen näher vielleicht zu diesem biologischen Processing mit dynamischen Systemen, wo man einfach Attraktoren erzeugt in diesem analogen Substrat. Man hat dann natürlich technologische Schwierigkeiten, um diese Systeme zu skalieren und dann auch zu stabilisieren, also dass die nicht rauschen und nicht sehr sensitiv sind zu Umgebungsrauschen. Und das, was am nächsten vielleicht zu Biomaterialien ist, sind neue Arten von Devices. Man nennt sie Memristors. Also da sind Substanzen, aus welchen man ein Device bauen kann, der nah ist an biologische Synapse und wirklich einzelne Devices. Das ist nicht ein kleiner digitaler Schaltkreis, sondern auf bestimmte Art und Weise bearbeitetes Stück Silikon oder ein Material, der dem Verhalten, dynamischen Verhalten, Elektroverhalten von Synapsen nahe kommt. Und in der Forschung gibt es alles Mögliche. Gibt es auch, also, dass man wirklich also biologische Materialien benutzt. Aber das ist dann weiter und weiter an der, oder tiefer und tiefer an Technology Readiness Level. Super, ja, vielen Dank auch für die Einblicke. Anbetracht der Zeit würden wir dann zum nächsten Vortrag übergehen, der sich aber auch thematisch in diesem Fall nahtlos anknüpft und jetzt auch nochmal eine konkrete Anwendung von Neuromofa-Hardware in Richtung Energieeinsparung für effiziente KI-Anwendungen in Edge einbindet. Und den Vortrag hält mein Kollege Viktor Pasmino, der Abteilungsleiter im FZI ist im Bereich Embedded Computing Systems. Und Viktor, the stage is yours. Super, danke Stefan und danke auch für die Einleitung. Ja, willkommen zu meinem Vortrag. Thema, wie Stefan gesagt hat, nahtlos anknüpfend an was Julia vorgetragen hat. Und hier auch kurz, um die potenzielle Einsparung zu verstehen, können wir einen Blick werfen in den Energiebedarf von solchen KI-Systemen. Julia hat es auch ein bisschen motiviert. Also wenn wir damals AlphaGo gesehen haben und diesen Ethos, als der Go-Weltmeister besiegt wurde und wir uns auch den Energiebedarf von diesen in Anführungszeichen Systemen anschauen, sehen wir, dass Lee Sedol mit etwa 100 Watt auskommt und AlphaGo fast 1000 Mal mehr Energie benötigt. Und dann können wir auch beiseite lassen, dass Lee mehr kann als nur AlphaGo spielen. Aber auch wenn wir ein bisschen näher hier zu dem heutigen Tag kommen, hier ein Journal aus dem letzten Jahr, das befasst sich mit der Entwicklung von den Kosten von Deep Learning Systemen. Und da haben wir auch in dem vorigen Vortrag gesehen, wie viel Energie auch benötigt wird, um diese Systeme dann auch zu trainieren und zu lernen. Die Tendenz hier zu der Steigerung der Erkennungsgenauigkeit sehen wir auch, es wird immer besser, die Erkennungsgenauigkeit wird immer besser. Das ist natürlich gut, wenn wir auch autonome Systeme haben wollen, die möglicherweise auch sicherheitsrelevanten Entscheidungen treffen müssen. Allerdings ist auch die Frage, inwieweit ist es eine effiziente und eine nachhaltige Entwicklung? Also hier von der Studie fand ich erstaunlich, wenn man sieht, wenn man in Richtung dieser Genauigkeit die Werten extrapoliert, würde man auf einen CO2-Ausstoß kommen für Systeme, die dann vergleichbar mit New York in einem Monat sind. Aber dann ein bisschen zurück zu dem Thema neuromorphe Systeme. Und hier erst eine Zusammenfassung, weil ich wusste, Julia wird dann das Thema ein bisschen breiter und detaillierter präsentieren. Auf der Seite der Sensorik sehen wir auch, wir haben eine effiziente Datenaufnahme, weil wenige Daten generiert werden. Wir haben dann auch gesehen, das Thema Events und Spikes. Hier am Beispiel auch von der Eventkamera, wie Events und Spikes und Frames sich verhalten. Also auf der linken Seite können wir sehen,
dass nur Aufnahmen der Bildänderung erfasst werden, während auf der rechten Seite man dann auch die verschiedenen Pixel und Frames bearbeiten muss. Das ist, wenn man dann auf der Verarbeitungsseite guckt, wo wir dann auch über effiziente neuronale Netze sprechen, manchmal auch genannt als nächste Generation oder dritte Generation von neuronalen Netzen. Und man kann dann zusammenfassend sagen, es ist nur ein Aspekt natürlich, aber dadurch, dass weniger Daten verarbeitet werden, wird per se weniger Energie verbraucht. Es gibt binäre Impulse, asynchrone Verarbeitung und die Genauigkeit bleibt aber auch vergleichbar zu den anderen Systemen. Das heißt, insgesamt sehen wir hier eine effiziente Datenaufnahme und Verarbeitung, was auch insbesondere für Edge-Systeme ein großes Innovationspotenzial bringt. Und hier ist ein Beispiel aus einer Studie, was wir hier am FCT gemacht haben, wo wir dann als Zielsetzung hatten, den Energiebedarf in eine Cloud- und Edge-Anwendung zu ermitteln und einen Ansatz zu der Reduktion von diesem Energiebedarf zu erarbeiten. Konkret haben wir hier eine Smart City-Anwendung angeschaut aus dem Bereich Mobilität und es ging um die Verkehrserkennung an intelligenten Kreuzungen, angelehnt an dem Testfeld autonomes Fahren. Hier wohlgemerkt auch verschiedenen Forschungsgruppen vom FCT waren beteiligt. Und hier sieht man an dem linken Bild beispielsweise, dass Verkehrsteilnehmern und die Bewegungsrichtungen erkannt werden. Und dann ist die Idee auch, dass autonome Fahrzeuge diese Informationen von der Infrastruktur erhalten können, um komplexere Kreuzungsszenarien befahren zu können. Wenn man dann auch sehen, wie so ein System aufgebaut ist, haben wir uns als Referenzsystem an dem Testfeld autonomes Fahren angelehnt. Und hier sehen wir auch Kameras in der Kreuzung, machen dann diese klassische Umgebungsaufnahme und diese Sensordaten werden dann übertragen zu einem Rechenzentrum, in dem in den Server die Verarbeitungspipeline ausgeführt wird. Vor allem dann hier auch die Detektion von den Objekten. Und die Ergebnisse werden dann auch in Richtung Kreuzung wieder zurückgebracht und über eine Roadside Unit an den Fahrzeugen verteilt. Nach Messungen in dem System wurde in dem Studie auch bestätigt, dass die Ausführung der Objekterkennung hier in dem Detektor die höchste Energie benötigt. Und an zweiter Stelle steht die Übertragung der Bilddaten von Edge zur Cloud. Also auf der Basis haben wir dann einen zweiteiligen Einsatz entwickelt. Zum einen die Verlagerung der KI-Verarbeitung in der unmittelbaren Nähe der Sensoren, das heißt dann direkt an der Kreuzung. Und hier ist an der Grafik dargestellt, wie die Verarbeitungspipeline dann direkt auf die Edge-Devices ausgeführt wird. Dadurch ist der ein Teil erreicht, also den Energiebedarf für die Datenübertragung zu reduzieren oder einzusparen. Aber auf der anderen Seite war auch laut der Studie die größte Hebelwirkung die Kombination von klassischer und KI-Hardware hier im Edge. Theoretisch könnte man auch sagen, und auch laut den Hochrechnungen, dass ein rein neuromorphes System am effizientesten wäre. Aber wir sehen dann in der nächsten Folie, die auf die Zahlen, eine derart komplexe Anwendung ist schwer nur mit einer einzigen Art von neuronalen Netzen zu lösen. Deswegen haben wir hier beispielsweise Szenarien mit 3 Event-Kameras und 2 Frame-Kameras in Betracht gezogen für eine Kreuzung, damit wir auch ein robustes System erreichen können. Hier ist der Auszug aus dem Energiebedarf der Systemkomponenten zu sehen. Und als erstes ist der Energieverbrauch für die Kommunikation in Richtung Cloud hier mit beispielsweise 15 Watt gemessen für diesen Posten als zweitgrößten Posten. Aber als zweites ist der Energieverbrauch der KI-Verarbeitung. Und hier waren wir dann beim Teil von dem Rechenzentrum mit fast 200 Watt deutlich höher als ca. 1 Watt, was eine kombinierte Lösung im Edge-Bereich erreichen würde. Darüber hinaus war dann auch der Energieverbrauch der Kameras durch die komplementäre Kombination von Event-Kameras und Frame-Kameras, wo wir auch eine Reduktion erzielen können. In der Studie wurde insgesamt ein Einsparpotenzial von über 95% des Energiebedarfs und der CO2-Ausstoß dann ermittelt. Das war auch in der Studie sehr wichtig, weil es ging nicht nur um die Einsparung von Energie, sondern auch die Auswirkung auf Elektronik in verschiedenen Marktszenarien. Und aufgrund dieser Studie haben wir dann nun ein Forschungsprojekt gewonnen, in dem wir dann dieses kombinierte System zusammen mit Industriepartnern dieses Jahr entwickeln werden,
Unter anderem Intel ist an dem Projekt beteiligt und in den Testfeldern in Karlsruhe und in Hamburg evaluieren und validieren werden. Aber das war nur ein konkretes Beispiel. Hier habe ich vier Beispiele aus Projekten in unsere Forschungsgruppe gebracht, wo dann neuromorphe Systeme relevant werden. Also erstens im Bereich Mobilität ist die effiziente Ausführung von KI-Funktionen von großer Bedeutung. Aber nicht nur in der Infrastruktur wie im GreenEdge-Projekt, sondern auch im Fahrzeug. Und hier gibt es die Tendenz zu größeren und zentralen High-Performance-Computing-Einheiten im Fahrzeug. Und dabei arbeiten wir in der Forschungsgruppe an eventgetriebene Datenverarbeitungskonzepte und die damit verbundenen Hardware-Beschleuniger. Im Bereich Pflege haben wir letztes Jahr ein sehr spannendes Projekt gehabt, vom Land gefördert, im Rahmen der KI-Innovationswettbewerb Baden-Württemberg. Und dort haben wir gemeinsam mit dem KMU aus Karlsruhe Eventkameras in einem System zur Situationserkennung in Innenräumen integriert. Da war das Ziel, auch die tatsächlichen Vorteile von solchen Kameras im Vergleich zu einem framebasierten System zu evaluieren. Und wir haben auch gesehen, dass aufgrund der Energie, den geringeren Energieverbrauch, können solche Systeme nun batteriebetrieben werden und damit mobiler und ohne große Umbaumaßnahmen installiert werden. Und das gilt natürlich nicht nur für den Bereich Pflege, sondern auch für andere Anwendungsbereiche. Als drittes haben wir den Bereich Produktion. Und hier starten wir derzeit ein Projekt für die ressourceneffiziente Predictive Maintenance mit integrierter KI und neuromorpher Elektronik in Sensoren. Dabei geht es spezifisch in dem Kontext Prozessindustrie. Und hier geht es um die frühzeitige Erkennung von Anomalien und Ausfällen von Pumpen durch die externe Sensorik. Hier ist es super spannend, weil es geht tatsächlich um den Batterielebensdauer von einem Sensor zu verdoppeln, indem wir da die Kommunikationsinfrastruktur reduzieren und durch die integrierte Verarbeitung dann weniger Datenmengen in Richtung Cloud kommunizieren müssen. Als letztes im Bereich Biosignalen haben wir Projekte, wo wir dann mit integrierter Verarbeitung in Wearables arbeiten, aber auch in Brain-Computer-Interfaces. Und das finde ich persönlich sehr spannend, weil hier erfassen wir menschliche Signale und diese sind dann von Natur aus für die neuromorphe Verarbeitung geeignet. Also insgesamt gibt es ein großes Potenzial für viele Anwendungen in Edge. Und um dann den Impuls zu schließen und auch vielleicht ein bisschen das Thema von dem Forum, hier drei Botschaften zu mitnehmen. Das eine, dass neuromorphe Systeme für Edge sehr relevant werden, dass es gibt ein großes Energieeinsparpotenzial und viele Anwendungen, die auch hier für verschiedene Bereiche im Edge-System wichtig werden. Ja, Viktor, dann auch dir herzlichen Dank für deinen Impulsvortrag. Sehr spannend auch zu sehen, wo es vielleicht auch bei uns am FZI Forschungsarbeiten zu dem Thema auch schon gibt. In Anbetracht der Zeit würde ich jetzt Sie bitten, wenn an dem Thema auch weiter Interesse besteht, kontaktieren Sie den Viktor Pasminor doch einfach direkt. Der wird da Rede und Antwort stehen und auch gerne noch weiter in die Diskussion mit Ihnen gehen. Ja, da bleibt mir nur zu sagen, wir sind tatsächlich ein paar Minuten über der Zeit, aber ich glaube, dass die spannenden Vorträge haben das auf jeden Fall verdient, auch diese paar Minuten überzogen zu werden. Vielen Dank nochmal an alle Referenten in dem Panel heute. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen, auch die Breite an Themen, wo wir überall KI sehen und wo wir auch KI in Anwendungen nachhaltiger einsetzen wollen. Das war, glaube ich, ein sehr spannender Überblick und auch vielen Dank an Sie alle Zuhörer, auch für die Fragen und die Interaktion. Ja, damit bleibt uns für das gesamte Open House in diesem Jahr noch das Abschlusspanel ab 15.30 Uhr, also in knapp 7 Minuten. Das gibt es dann wieder im Livestream, sowie die Begrüßung und die Keynote heute Morgen. Das heißt, wieder auf den Stream-Button in der App klicken. Vielen Dank nochmal für Ihre Teilnahme. Vielen Dank an die Referenten und Ihnen noch einen wunderbaren Nachmittag. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Danke sehr. Tschüss.